SoulSnap TV ist heute mal wieder im Auftrag der Musik unterwegs. Wir sind hier im Studio bzw. Proberaum von Talking Wire. Ich sitze hier mit dem Jörg und dem Mirko von Talking Wire und die werden uns jetzt mal ein bisschen was erzählen zur Band und zur Zukunft der Band, weil sie haben jetzt gerade den Support-Slot von PUR gewonnen, wie er in der Zeitung stand. Und ja, wie kam es dazu? Das war, hallo erstmal, es war eigentlich ein Zufall. Wir haben Anfang des Jahres diese NDR2-Nummer gewonnen, dieses Voting bei NDR2, was auch durch einen Riesenzufall kam, und sind dann mehr oder weniger darauf gestoßen durch die DWZ, die eben aufrief und suchte nach einer Supportband für PUR. Und da habe ich gesagt, los kommt Jungs, das probieren wir einfach mal aus, mehr als verlieren können wir nicht. Ja, und dass das natürlich jetzt wirklich so kommt, da läuft es einem ja schon ein bisschen schaurig runter. Das wird eine interessante Erfahrung, denke ich mal. Okay, ich habe ja die Insider-Informationen, nenne ich es mal, dass ihr das schon mal versucht habt, vor PUR zu spielen. Und was war denn diesmal anders als beim letzten Mal? Ich will jetzt keinen Namen nennen. Nein, das letzte Mal ist das ja von einer Sparkasse ausgegangen und ich habe damals zu dem damaligen Marketingleiter Kontakt aufgenommen, gesagt, Mensch, hier, wenn PUR mal in Hameln ist, dann solltet ihr das mit dem Hamelner Support füllen. Und dann sah das auch anfänglich ganz gut aus und aus irgendwelchen Gründen hat es dann halt nicht geklappt. Warum? Weiß ich bis heute nicht. Aber gut, dafür haben wir es jetzt eben offiziell und Hannover Concert bestätigt, dass es halt eigentlich doch noch viel mehr wert und ja. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Du hast eben ja auch die NDR2-Nummer erwähnt und hast nur gesagt, das war so ein Zufall, aber was genau da passiert, haben ja vielleicht einige nicht mitbekommen, deswegen frage ich doch einfach mal den Jörg, ob er mir mal erzählt, was ist denn mit der NDR2-Nummer so auf sich hat? Also bei NDR2 war es ja so, wir waren ja irgendwie völlig vom Kopf gestoßen. Es hat sich eine Dame, ein Fan von uns, hat sich einen Song gewünscht von NDR2, von uns bei NDR2. Von dem wussten wir gar nichts. Und daraufhin hatte sich NDR2 bei Mirko gemeldet und sagte dann, wer seid ihr eigentlich, so nach dem Motto. Und ich wollte den Song ganz gerne im Radio hören und dann wurde daraus ein Wettbewerb gemacht. Und es waren mehrere Anfragen von Bands da gewesen, die auch gerne mal ihren Song bei NDR2 hören möchten. Und dann wurde kurzerhand ein Wettbewerb von gemacht. Da haben sich dann drei Bands oder Interpreten dann im Internet gestellt. Dann wurde ein Voting gemacht. Man konnte, glaube ich, innerhalb von 4 Tagen konnte man voten. Und das haben wir dann, muss man ja sagen, grandios mit über 76% gewonnen, das Voting. Und somit wurde unser Song bei NDR2 gespielt. Und das war schon der absolute Burner, ja. Also kann man quasi sagen, dass es dieses Jahr schon eigentlich ziemlich gut angefangen hat für euch. NDR2, dann jetzt bei PUR. Wie geht's weiter? Stehen Konzerte an? Kommt noch eine Platte dieses Jahr? 3 habt ihr ja schon, wie ich weiß. Erstmal sollten wir mal proben. da sind wir irgendwie noch gar nicht wirklich zu gekommen, weil das ganze Jahr war vollkommen anders geplant. Wir wollten wirklich ins Studio gehen, wir wollten ein neues Album machen, haben angefangen, neue Songs zu schreiben. Einen haben wir mittlerweile live auch schon vorstellen können. Und wie gesagt, dann kommt diese Nummer, dass ich eine E-Mail von NDR2 kriege und die sagen, hier, pass mal auf, wir haben da eine Hörerin. Und ich habe erst gedacht, das ist Spam, schmeißt du weg den Müll und dann ist gut. Habe weitergelesen und kein Spam, da rufst du mal an. Und ja, und dann ist das irgendwie so gehypt, was heißt gehypt, aber ich sage mal, weißt du, wenn dein Album, wir sind nun mal eine Regionalband, wir sind hier in Hameln bekannt, wir sind im Umkreis von Hameln bekannt, die Leute, die unsere Scheibe kaufen wollen, die sprechen uns an oder die gehen eben zu Matthias in Hameln und kaufen sich die. Und geh nicht zu iTunes, ne? Oder zu Amazon oder was der Geier. Das heißt, Amazon-Verkäufe waren da mäßig. iTunes war irgendwie ein Jahr total Flaute. Und dann kommt diese NDR2-Nummer. Wir haben sonst so 9.500 Klicks im Monat auf unserer Website, was für so eine Regionalband auch schon nicht schlecht ist. Und du hast innerhalb von, weiß ich nicht, 48 Stunden hast du 60.000 Klicks auf deiner Seite. Und Amazon ist ausverkauft, sodass unser Presswerk, die also beliefern, sagten, was ist denn bei euch los? Ne? Gesagt, Voting gewonnen und dann haben die erstmal nachgeschoben. Und siehe da, jetzt kommt jeden Monat eine Abrechnung über die Digitalverkäufe. Klar, wir können noch nicht davon leben, es sei denn, man isst Wasser und Brot. Aber es hat zumindest mal irgendwie gefunkt, es hat Spaß gemacht und das jetzt mit dem Support für PUR. Wir freuen uns natürlich, das gewonnen zu haben. Wir sind unheimlich neugierig auf den Tag, wobei mir schon ja so ein bisschen der Stift auch geht, muss ich sagen. Das ist halt ein Publikum,
die sind nun nicht da, weil da eine Lichterkette stattfindet oder man hat da irgendwie 4000 Leute vor der Bühne, die eigentlich nur friedlich demonstrieren, sondern die sind da, um Musik zu hören und die sind da und warten eben auf ihre Idole, auf Pur und wir haben die Chance und können da einheizen. Gut, wir können im Prinzip nur alles geben und hoffen, dass der ein oder andere, der da rumläuft, vielleicht wach wird und sagt so, Mensch, die Jungs aus Hameln sind gar nicht schlecht. Da ist vielleicht noch mehr mit los, ne? Also es könnte uns Türen öffnen in Richtung, die wir noch nicht wissen. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir, um auf deine Frage mal zurückzukommen. Du solltest Politiker werden. Das wurde mir schon mal gesagt. Ja, nee, das will keiner. Wir wollen halt ganz gerne natürlich logischerweise ein neues Album machen. Die Belief ist ja in eine ganz andere Richtung gegangen. Sicherlich bedingt durch Jörgs Produzentenarbeit, den wir dann ja auch komplett wegverpflichtet haben, live mitzuspielen, weil er doch keyboardtechnisch sehr viel gemacht hat. Was auch gut ist, das hat uns gut getan. Wir sind ein bisschen poppiger geworden. Vielleicht wird mir mit der nächsten Platte wieder etwas rockiger, aber nichtsdestotrotz, die Ideen sind da. Im Moment fehlt uns leider allen so ein bisschen die Zeit. Wir haben viel um die Ohren, leben ja nun nicht nur für die Musik, sondern haben alle Familien, müssen Familie ernähren und haben alle einen Job, der halt auch Zeit frisst. Und, aber nichtsdestotrotz, da ist auf jeden Fall was in Planung. Wann das sein wird, lasst euch überraschen. Keine Ahnung. Also, aber es wird immerhin schon dran gearbeitet. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Ja, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal langsam zum Schluss hier unseres kleinen Interviews. Möchte noch jemand einen Schlusssatz sagen von euch? Irgendwas? Ich frage mal Jörg, der sitzt hier so. Das geht schneller. Das geht schneller und der sitzt hier auch schon so einsam in der Ecke. Ja, ich sag mal, Resümee der ganzen Geschichte, wir haben einfach Spaß an Musik. Das wird auch immerhin so bleiben. Wir machen das, weil wir Spaß dran haben und wenn sich daraus irgendwann mal mehr ergibt, dann freuen wir uns tierisch drauf. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das hast du ganz toll gemacht. Und für alle Zuschauer, die das jetzt hier sehen, wenn ihr Bock habt, euch die Musik von Talking Wire mal anzuhören, dann könnt ihr das im Internet machen auf www.talkandwire.de. Genau, und wenn euch das da richtig gut gefällt, dann ist es nicht weit bis Amazon oder iTunes oder Amazon, iTunes, Music Lord, ich weiß nicht, überall. Oder Buchhandlung Matthias in Hameln und dann, ja. Das war's Hussef TV für heute. Heute mal ohne Ben, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sagen tschüss, bis nächstes Mal.